So, meine Lieben, jetzt müsste ich bloß wissen, ob es aufgenommen hat. Ich glaube nicht. Ja, heute neuer Tag, neues Glück, etwas später. Ich hoffe, dass heute die Videoaufnahmen etwas flimmerfreier sind. Das lag im letzten Video definitiv auch mit an der Beleuchtung, die ich hier habe. Ich habe in der Cam eine Einstellung geändert. Ich hoffe, dass es dadurch flimmerfrei ist. Wenn nicht, muss ich eventuell die ganz alte Cam wieder reaktivieren. Ja, dann gibt es halt kein 4K. Aber Hauptsache kein Flimmern. Werden wir sehen, werden wir ausprobieren. Für meinen Tank zum Aussaugen habe ich hier jetzt die Verlängerung gebastelt. Da steht er, mein guter Kercher. Ja, und jetzt sauge ich erst einmal schön den Tank aus, die restlichen Brösel raus. Trocken ist er soweit. Ich habe gerade reingeguckt mit der Taschenlampe. Und ja, dann kann ich den Absperrhahn unten wieder reinschrauben und nochmal ein bisschen Benzin reinfüllen, gucken, ob das ganze Ding dicht ist. Ja, und danach geht es dann eigentlich schon mit den Gaszügen und den Vergasern weiter. So, bei dem Tank hoffe ich jetzt wirklich, dass das unten drunter, also der Hahn unten dicht wird mit dem Gummi-O-Ring, weil da ist der Lack auch schon etwas abgeplatzt. Wenn nicht, muss ich das komplette Ding abschleifen und dann wieder hinschrauben, damit da keine Kante ist. Also so eine Lackkante kann schon dazu führen, dass es undicht ist. Naja, man wird sehen. Jetzt lasse ich ihn erst einmal ein paar Tage so stehen. Und dann gucke ich mal nach, ob da irgendwas feucht wird. Ja, aber jetzt würde ich mal sagen, geht es hier weiter, Vergasanlage ausbauen, die Gaszüge machen, hier unten drunter diese Verbindungsgummis, ja, eins nach dem anderen halt. Also bevor ich jetzt mit den Gaszügen anfange, mache ich jetzt erst noch hier weiter. Das sind die Gummis, was ich gemeint habe. Da habe ich hier komplett neue. Und weil mich die Kreuzschlitzschrauben hier, was hier drin sind, so aufgeregt haben, ja, die habe ich dann schon mit der Zange nachziehen müssen, werde ich die komplett mit Imbus ersetzen. Ja, und dann kommen die Gummis wieder drauf, die neuen. Ja, und dann geht es weiter. Das ist so jetzt meine nächste Arbeit. Also, da kann ich mir auf alle Fälle ein bisschen abspielen, dass ich die verhunzten Schrauben rauskriege, aber wahrscheinlich hier einfach schnell abschneiden und dann rausdrehen, hoffe ich. Doch, hier der alte Gummi, naja, besser ist es, man macht so Zeug einmal neu zwischenei, hier der neue mit den Imbusschrauben drin, die hier habe ich jetzt einfach abgedremelt, blop, mit der Flexscheibe, also ich habe sie ja hier vorne immer mit der Zange gepackt zum Auf- und Zudrehen, ging ja nicht anders. Und jetzt einfach abgeschnitten, Schraube rausgedreht und die neuen Schrauben rein. Und jetzt kann ich das erste Teil schon wieder einsetzen. Jawohl, so einfach geht das. Aber ob ich heute noch viel mache, Moment, was sagt die Zeitglocke? 18.05 Uhr. Ja, vielleicht die Gummis jetzt noch fertig machen. Und dann werde ich mich auch wieder nach Hause begeben. Mhm. Leute, drei habe ich fertig. Den vierten mache ich morgen, weil ich so einen dicken Schädel auf habe von der Vergaseranlage, wo ich runterzogen habe und das Benzin ausgekippt und hier sind Dämpfe herin. Ne, ich mache für heute Feierabend. Wie spät haben wir es denn? Naja, okay. Ich mache definitiv Feierabend. Gut. Morgen werde ich hier dann rein theoretisch weitermachen. So, Freunde, jetzt bin ich ja gespannt, ob es immer noch flimmert. Jetzt habe ich die kleine Cam, also keine 4K mehr, aber dann schauen wir mal. Einmal hat es geflimmert, einmal nicht, ich weiß es nicht. Also es kommt auf alle Fälle definitiv von diesen Lampen hier, aber die habe ich jetzt und fertig.
ich mache jetzt noch den letzten Ansauggummi fertig. Danach kommen die Gaszüge rein. Ja. Und dann hier die überholte Vergaseranlage. Dann kann ich meinen Tank draufsetzen und mal gucken, ja, ob das Ding läuft. Und wenn das funktioniert, dann kann ich mit den Zündspulen weitermachen. Weil nach jeder einzelnen probiere ich dann auch wieder, ob sie läuft. Ja, aber jetzt schaue ich nebenbei noch schnell, ob der Tank auch dicht ist. Wir sehen uns nachher wieder. So, kurzer Zwischenstand. Beide Gaszüge wieder drin. Tja, und jetzt werde ich mich hier abquälen. Gaszüge und Choke. Ja, der ist mittlerweile wieder aufgetaut. Anzuschließen, anzuklemmen, einzunippeln und dann die Vergaser sauber draufstecken, festziehen. Tank mal schnell probeweise drauf, dass er einen Sprit hat. Und ja, dann kann ich mal Probe laufen lassen, ob sie anspringt mit den Versagern. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt noch den Chokezug, aber vorher muss ich erstmal aufhören. Immer, wenn es am schönsten ist. Warum? Gas leer. Alex hat mir zwar noch eine Gaspulle mitgebracht, aber das ist nur absolute Reserve, ja, falls hier am Wochenende oder am Abend das Gas ausgehen sollte. Ansonsten kriegt er dann seine Gasflasche, so wie sie ist, wieder. Ja, muss ja nicht sein. Heute kann ich ja, ja noch fahren und eine Gasflasche holen. Das mache ich jetzt. Und später sehen wir uns wieder. Da mache ich dann weiter. Das Ding hier muss heute noch laufen. So, Dalle, wieder da. Frische Gasflasche. Aber leck mich am Arsch. 29 Euro mittlerweile sind die nicht mehr ganz recht im Kopf. Naja, aber wenigstens ist mein Tankdeckel gekommen. Thunbaumarkt ist Gott sei Dank auch nicht so weit weg, aber ich war trotzdem eben noch schnell zu Hause und auch noch was gegessen. Leckeren Erbseneintopf. Aber jetzt schaue ich, dass ich den Vergaser fertig kriege. Genau. Attacke. Tja, dann tun wir mal Tank draufsetzen, Spritleitung kurz anklemmen. Also bloß draufstecken, festschrauben tue ich die jetzt nicht, kommt der wieder runter. Und dann gucken wir mal, ob das Ding anspringt. Und dieses Mal habe ich den Batteriehahn, ja genau, die Batterie habe ich schon angeklemmt. Und den Benzinhahn habe ich dieses Mal gleich aufgedreht. Und dann gucken wir mal, Benzinpumpe läuft. Mal. Ganz kurz warm tuckern lassen und dann wieder auf. Ja, ein bisschen warm tuckern lassen, ein bisschen. Dann mache ich sie wieder aus und schaue, wie sie startet. Und dann kann ich mich um die Zündspulen kümmern. So, da ist der alte. Der ist ja doch schon etwas härter, der Gummi. Da ist der neue. Die Gummis hat man auch nicht einzeln bekommen. Naja, egal, jetzt habe ich einen komplett neuen Tankdeckel. Ja.
den Gummi habe ich schon ausgetauscht, der war vorher hier drin und jetzt muss ich hier noch, Moment, gehen wir mal hier rüber wieder, noch sauber machen und mal gucken, ob hier dieses Löchle nach unten hin frei ist, weil ich denke, dass es irgendwie, ja, dass es Wasser abhauen kann. So, schön sauber machen und dann kann ich den Tankdeckel wieder reinschrauben. Das hier ist Wasserablauf, ist frei, kommt hier raus. Mit dem Schlauch auch noch mal gucken, ob der frei ist. Und das hier ist anscheinend Benzinüberlauf, irgendwie sowas. Keine Ahnung, kommt direkt hier unten raus. Naja, ich werde jetzt an die Schraubenköpfe überall ein klein bisschen Dichtmasse hinschmieren, dass übers Gewinde kein Wasser eindringen kann und dann den Tankdeckel wieder reinschrauben. So, Delle, womit jetzt das Wasserproblem, ja, hoffentlich gelöst ist. Läuft sie noch? Läuft sie noch? Ja, jetzt dauert es wieder. So, hier habe ich schon mal die neuen Zündkerzenstecker. Die Gummis habe ich übernommen von den alten. Tja, alte Zündspule, neue Zündspule. Ja, und jetzt muss ich noch hier so Steckkontakte dran machen an die Kabel. Die löte ich jetzt schnell aus. Kann ich da direkt die Steckkontakte hinkrimpen, hier einstecken und die ganze Geschichte schon wieder neu bauen. Geil, geht ja schnell. Bevor wir jetzt ganz alles verpasst, ich habe jetzt von dem alten Zündkabel die Ummantelung runtergemacht auf die neuen drauf. Und ja, es ist bloß so eine Billigzündspule, aber die wird reichen, hoffe ich doch zumindest. Und die Ummantelung weg. Hier die Anschlüsse. Hier war ja so ein Wulst drüber, dass man das schön drüber ziehen konnte. Hier eben nicht, darum habe ich da Silikonbarz, deswegen ist das hier so schwarzes Teva. Komplett zugeklebt, zum Selbstschutz jetzt, wegen schwarzer Finger vom Silikon. Isolierband rumgewickelt, ob ich das nochmal wegmache, keine Ahnung. Aber das ist auf alle Fälle jetzt festgeklebt und jetzt kommen die Stecker drauf, die neuen. Und wenn man hier reinschaut, ich weiß nicht, ob man sieht, ist so eine Spitze dran, so ein Gewinde. Und das wird hier ganz einfach reingedreht und ja, fest genug reingedreht, dann wieder die Kappe drüber und dann sieht es so aus. Ja, ja, und dann kann ich hier endlich den Kladderadatsch ablöten, hier durchziehen. Da mache ich noch einen Schrumpfschlauch drüber, das ist noch von meinem Unfall her. Ja, und ankrimpen, reinstecken, auch noch mit Silikon abdichten und fertig ist die Brause. Dann kann die Zündspule schon wieder hin. Morgen eventuell erst einmal Silikon dann trocknen lassen. Oder auch nicht.